Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. SV Meppen gegen den KFC Uerdingen. Spiel 1 nach Heiko Vogel. Stefan Reisinger zum zweiten Mal Interimstrainer, zum zweiten Mal in Meppen. Damals 2. Februar 2009 nach 2:0 Führung noch 3:2 für Meppen. In der ersten Hälfte passierte gar nichts. Die konnte man sich schenken. Das war heute anders. Es gab zumindest einen Höhepunkt. Dritte Minute, Freistoß Roberto Rodriguez. Und die hat er drauf. Schauen Sie sich das an. Klasse gemacht und dann reingeflogen der Stürmer. Tom Böhre 1:0 für die Uerdinger. Schnelle, frühe Führung. Vierte Vorlage, zweites Saisontor. Böhre, als sei nichts passiert in der Woche. Die Uerdinger Fans konnten feiern. Gute erste Hälfte. Der Coach hat die Mannschaft gut eingestellt. Neithardt hatte einiges zu verändern, brachte Kleinsorge für Düker, der Undaff ersetzte. Und hier ist Kleinsorge auch gleich in der 52. Minute aktiv. Posten. Pass kam von Waldet Rama. Erste Parade von Lukas Königshofer. Erste wirklich dicke Chance. Das konnte Neithardt nicht gefallen. Sind zwar besser aus der Kabine gekommen, aber ohne wirklich zwingend zu werden. 80. Spielminute schon. Wieder Freistoß, wieder Treffer. Lukimja mit dem 2:0. Dieser wahnsinnige Rodriguez. Was hat er für ein Füßchen? Aber schauen Sie mal, da ist niemand bei Lukimja. Zweites Saisontor. Ein Geschenk der Meppener. Wir sind in der Schlussphase. 89. Minute, der eingewechselte El Helve mit der Flanke auf Evseev. Der setzt sich sehr gut durch und Tankulic verkürzt 1:2. Wird das jetzt wieder so ein Wahnsinn wie im Februar dieses Jahres oder kam dieser Treffer zu spät? Ich kann es Ihnen sagen, er kam zu spät. Schluss. Neithardt verglich nochmal Uhren, wollte mehr Nachspielzeit. Das ging hier für ihn viel zu schnell vorbei. Die Meppener konnten das nicht mehr drehen. Uerdingen siegte 2:1. Der zeigt 3 Minuten an und macht nach 2:36 pfeift er ab. Obwohl Spieler von Uerdingen dann sich auch noch fallen lässt, auch einen sterbenden Schwan macht. Ja, muss behandelt werden. Auf einmal läuft er raus, will sofort wieder rein. Und dann muss er das auch nachspielen lassen. Wir wussten, was heute in Meppen auf uns zukommt, dass das hier enges Stadion ist, da ist heiße Stimmung. Nicht umsonst haben die auch vor 2 Wochen hier gegen Kaiserslautern 6:1 gewonnen. Und ich habe die Jungs darauf vorbereitet, auf ihre Stärken. Und ich habe gesagt, wir müssen gemeinsam hier heute gnadenlos auch verteidigen, einer für alles geben und dann unsere Nadelstiche setzen, da wo wir die Qualität auch haben. Ein wichtiger Sieg für den KFC Uerdingen. Der erste Sieg für den Cheftrainer Stefan Reisinger. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, wir alle, wie das beim KFC weitergeht. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.